Hi Leute und willkommen zurück zu Metroid Prime Remastered. Wir haben beim letzten Mal den Eisbeam bekommen und sollen damit eigentlich nach Fendrana weiter. Aber jetzt sind wir nochmal gerade, oder was heißt nochmal, zum ersten Mal quasi in der abgestürzten Fregatte hier drin. Weil wir jetzt diese weiße Tür hier öffnen konnten. Ja, und wollen mal schauen, was es hier noch so gibt. Ja, man sieht, hier geht noch ein Gang weiter und hier links ist auch nochmal so ein Turm, wo wir schon mal gewesen sind. Auch aus den Schosse-Ruinen raus, wo wir aber auch nicht weitergekommen sind, weil da nichts ging beim letzten Mal. Wow, ey, warum steht unser Visor denn hier so? Aber so langsam beschleicht mich eine kleine Erinnerung, dass hier alles voller Wasser war und dass man sich den Ausflug besser sparen sollte, bis man einen entsprechenden Visor oder Anzug hat, der dafür sorgt, dass wir uns im Wasser besser fortbewegen können. Was ist mit dieser Tür los? Diese Tür wird nicht mit Energie versorgt. Da ist was. Aber nichts, was uns im normalen Spektrum irgendwie verraten wird. Achso, es reicht tatsächlich einmal mit dem Wavebeam drauf zu ballern, okay. Nehmen wir das so hin. Und jetzt? Jetzt geht die Tür immer noch nicht. Warum nicht? Jetzt kann ich auch nichts mehr scannen oder so. Falscher Visor. Warum geht die Tür jetzt nicht? So, ich muss mich ihr nur nähern, oder wie? Okay. Achso, ich hatte sie einmal schon aktiviert und dann muss man nah genug rangehen, damit sie aufgeht. Okay, das habe ich vercheckt. Das ist ja bei allen diesen Türen, glaube ich, so, dass man sie mit Beschuss aktiviert, aber sie erst aufgehen, wenn man sich dann wirklich nähert. Ja. Hier geht's auf jeden Fall weiter mit dem Wasser und so. Ah, schauen wir mal, wenn das jetzt hier alles unter Wasser ist. Dann würde ich tatsächlich nochmal umkehren wollen und erstmal wiederkommen wollen, wenn wir uns hier besser bewegen können und so. Ja. Kommt man hier überhaupt wieder hoch, wenn man einmal runterfällt? Muss man ja eigentlich, ne? Ja, über dieses Ding hier. Ja, vielleicht kann man jetzt schon Goodies hier mitnehmen, Leute. Aber ich glaube, das spare ich mir wirklich für den Moment auf, wenn wir mal einen entsprechenden Zug haben. Wir gehen jetzt erstmal unserem Zielsignal nach. War ein netter Ausflug. Ja, schon mal in die abgestürzte Fregatte. Stimmt, ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wo in diesem Spiel nochmal die Unterwasserwelt war. Aber es ist in dem Fall tatsächlich die abgestürzte Fregatte, die hier in so einen See oder sowas reingefallen ist, glaube ich. Gut. Dann wollen wir in die Eiswelt von Fendrana zurück. Da habe ich auch noch zwei Sachen auf meiner Liste, die ich mal abgehen wollte, ob man da wo reinkommt als Morphball. Weil es gibt nichts Nervigeres im Metroid, ne, als sich durch Wasser zu bewegen, wenn man noch nicht bereit dafür ist. Ich weiß nicht, wie tief man reingehen könnte, nichtsdestotrotz, das ist halt die Level-Architektur, die ich so cool finde, ne, dass man auch von schon relativ früh oder zu früh in solche Gebiete rein kann, sich schon mal umgucken kann. Gut, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo man dann nicht mehr weiterkommt. Falscher Visor. Ey, sag mal, hör doch mal auf, hier immer auszuweichen, Drecksteil. So, hier geht's auch nochmal durch Wasser. Ich versuche mal, möglichst weit schon mal zu springen. Ich überlege nur gerade. Eiswüste von Fendrana.
Schnellster Weg dahin? Keine Ahnung. Wir gehen erstmal zu unserem Raumschiff zurück. Das müsste jetzt hier um die Ecke sein. Und dann muss ich mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Genau, hier ist unser Raumschiff. So, was haben wir hier? Schozo? Mark Moore. Tarnung und Oberwelt, das sind die, wo wir gewesen sind. Mark Moore. Taler und Oberwelt, ne? Ich glaube, wir müssen tatsächlich in die Höhlen von Markmoor. Eiswüste von Fendrana. Taler und Oberwelt. Eiswüste von Fendrana. Ja, ich glaube, in die Eiswüste von Fendrana kommt man tatsächlich nur über Markmoor rein. Man sieht ja auch, dass es quasi dahinter liegt. Man könnte es auch nochmal verifizieren, relativ einfach eigentlich, indem man mal guckt, was es hier für Transporter gibt. Südlichen Höhlen von Markmoor. Westlichen Höhlen von Markmoor und mehr Transporter gibt es hier nicht. Okay, dann begeben wir uns dahin, würde ich sagen. Na, Markmoor ist das einzige Durchgangsgebiet Richtung Fendrana. Das war mir noch gar nicht so bewusst. Aber wenn man sich auf die Karte guckt, oder wenn man auf die Karte guckt, erschließt es sich auch relativ schnell, dass dem so ist. So, es müsste diese Tür da sein. Wir ignorieren diese Pflanze. Klar, sie nebelt einen hier einmal voll ein. Auch hier, ne? Kommen wir oben auch noch irgendwann weiter. Aber jetzt gerade auf jeden Fall nicht. Achso, das sah gerade nur perspektivisch still als einmal. Ich dachte hier, das wäre ein Gang, wo wir noch nicht gewesen sind. Aber hier waren wir definitiv schon. Das ist nämlich der Gang zum Transporter in die Höhlen von Markmoor. Jo, ab geht's. Dann können wir nämlich schon mal auch in der Eiswüste von Fendrana. Habe ich noch zwei Sachen auf dem Zettel, die ich mal checken wollte. Und dann können wir denen, je nachdem, wo wir auskommen, wahrscheinlich auch nochmal nachgehen. Oder auch unabhängig davon, wo wir auskommen. Ich würde eigentlich fast lieber zu dem Transporter, glaube ich, weil der bringt mich auch noch in den ursprünglichen Eingang zurück. Das ist zumindest für das, was ich nachgucken möchte, der bessere Eingang. Boah, die müssten sich jetzt auch super easy erledigen lassen, oder? Das will ich einmal testen. Na gut, so Schaden macht das Ding nicht. Ah doch, es macht auch Schaden, man braucht keine Rakete. Irgendwas bekommen. Ah ja, und hat so ein Lebensteilchen. Nehmen wir mal. So, mein Freund. War ja schon immer so ein Rambazamba unten. Oder haben wir hier irgendwas aktiviert im Laufe des Spiels? Ich kann mich erinnern, dass beim ersten Besuch da so Lava rauskam aus diesen Röhren. Wow! So, hier drauf ist so ein bisschen fuckelig. Aber souverän geschafft. So, kein Bock wieder von denen gefressen zu werden. Deswegen lieber direkt aus der Ballform raus. So, Ventilatoren sind hier genug. Für Durchlüftung ist gesorgt. Was war hier nochmal? Auch Bendezium. Ah, ab und zu Bendezium. Das muss ich mir auch noch aufschreiben. Hier war was aus Bendezium. Und
Und hier über uns auch. Da war der Raum, wo wir nämlich die Schosso-Inschrift gefunden haben. Und, klar, sind hier jetzt auch irgendwelche Weltraumpiraten unterwegs. Und am Fuße dieser Statue, die diese Schosso-Inschrift hatte, also dafür sind keine Raketenwerfer mehr hier, okay, nice, war auch noch irgendwie so eine Platte aus Bendezium, die wir nicht kaputt gekriegt haben, logischerweise. Ach, da ist noch so einer. Hinterlassen sie keinen Loot, wenn man sie zersplittert. Ich höre auch richtig. Doch, ne? Genau, da ist der Aufzug. Ja, hier war schon alles gesprengt, deswegen kommen wir jetzt direkt hier unten her. Ich glaube, hier mussten wir uns beim ersten Mal auch so ein bisschen durchfummeln. Und da sind wir. Da sind wir ja schon nach 10 Minuten in Fendrana angekommen. So, zurück in der Eiswüste. Wir waren mir gar nicht so sicher, ob hier wirklich noch was ist, weil kartentechnisch hatten wir hier zumindest alles Sichtbare erforscht. Wir waren gar nicht so sicher, ob wir hier schon ein Kartenterminal gefunden haben. Aber ich war mir auf jeden Fall nicht mehr sicher, wie groß das Gebiet hier wirklich ist. So, hier wollte ich nochmal was nachgucken. Das ist mir in einem meiner Videos aufgefallen, als ich sie bearbeitet habe. Da oben hängt nämlich in diesem Turm... ...hängt ein Missile-Container rum. Aber ich bin mir nicht so sicher. Kordit. Ah, wir kriegen es auf. Und jetzt? Es scheint etwas aktiviert worden zu sein. Ah, okay. So kommen wir an diesen Missile-Container da dran. Und hier ist ein... Okay, gut, dass wir den Spider-Ball auch schon haben. Missile-Container erhalten. Okay, kann ich das schon mal runternehmen von meiner Liste? Hier links war auch noch so ein Turm, ne? Aber... Also, das ist auch keiner, wo wir irgendwie groß drankommen. Gut, das war Sache Nummer 1. Wow, fast, aber nicht ganz. Das war Sache Nummer 1, die ich mal checken wollte, wie man da drankommt. Erledigt. Das Eisviech, lassen wir mal Eisvieh sein. Und Nummer 2 ist in einem der nächsten Räume hier. Könnte sogar schon sein, dass es der nächste große Raum hier gewesen ist. Hier war auf jeden Fall auch irgendwo... noch so eine Spider-Schiene irgendwo gewesen. Ja, da in der Wand. Man sieht es auch schon so ein bisschen. Lass mich einfach in Ruhe, Drecksteil. So. Lass mal die Gegner einfach mal Gegner sein. Wo ist denn unser Marker, wo wir hin sollen? Ganz woanders auf jeden Fall. War es aus diesem Raum hier raus? Ja, wahrscheinlich. Da müssen wir mal gleich gucken, wie wir da hinkommen. Aber erstmal wollte ich mich mal hier entlang sippern. Auch noch ein Missile-Container, okay. Okay, schon wieder 2 Missile-Container quasi for free erhalten. Gut, dass wir das abgehakt haben. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, da rechts raus. Und dann eigentlich nur noch geradeaus, ne? Meine Fresse, wie viel die aushalten, ey. Guckt es euch an. Hallo? Wir machen das anders. Ach so, das friert sie noch nicht mal ein.
Ich habe keine Ahnung, wogegen sie wirklich empfindlich sind. Müsste man irgendwie nochmal nachlesen. Die Türen wurden entriegelt. Achso, sie waren sogar versperrt. Ich musste sie quasi erledigen. So. Sind wir hier richtig? Ach ja, doch, wir sollen mal hier links rum, glaube ich. Und jetzt quasi nur noch geradeaus. Viecher, lass mal Viecher sein, auch hier. So, hier mussten wir jetzt irgendwie... Ah ja, genau, das war die Abkürzung über diesen Eisblock hier. Den wir dann irgendwann freigeschaltet haben und mit diesem etwas unübersichtlichen Sprung hier um die Ecken rum. Wow, ich bin gar nicht gesprungen, Leute, wenn das Viech hier... wenn das Viech hier hin und her läuft, scheint es mich auch ab und zu mal hüpfen zu lassen. Das war mir nicht so bewusst. Boah, aber nicht zu knapp. Guckt's euch an. Ey. Okay, jetzt ist schon wieder der Zeitpunkt, ne? Wo man denkt, es wäre schlauer gewesen, das Viech doch umzulegen. Es wäre deutlich schneller gegangen. Aber jetzt will ich es natürlich selbstverständlich auch nicht mehr machen. Man kann halt nicht mehr abspringen in dem Moment, ne? Wenn man einmal so ein bisschen hier hochgeplöppt wird. Boah, ich glaube, er macht es immer zweimal. Ja. Hey, die, ich finde, wenn man sie einmal aufgeschossen hat, die Türen, ne, dann sollten sie einfach offen sein. Auch mal ein paar Missiles und ein bisschen Leben mitnehmen von diesen Viechern. Okay, viel mehr scheint nicht drin zu sein. Ach, ernsthaft. Aber immerhin, hier sind auch nochmal Spider-Ball-Schienen, die ich nicht mehr im Blick hatte. Mal gucken, was die uns so bringen. Oh Gott, ernsthaft. Wie sie auch einfach hier meinen Frostangriffen die ganze Zeit ausweichen. Mal gucken, ob es das auch noch was bringt oder ob es nur eine Abkürzung irgendwohin ist. Rauf. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich nur eine Abkürzung. Aber hier war irgendwo noch eine Speicherstation hier oben, oder? Die sollten wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Bevor wir irgendwie da groß Progress verlieren. Haben wir hier für Schilder an der Wand? Haben wir noch nicht gescannt. Hinweise zum Sicherheitsbereich. Des Gletschers 1 folgen. Dem Forschungsbereich zugewiesenes Personal hat sich direkt zum Kontrollpunkt zu begeben. Den Wave-Türen ist in Richtung Süden zu folgen und zum Forschungslabor Hydra zu gelangen. Ja, danke für diese Infos. Die brauchen wir nicht mehr. Mal einen Blick auf die Karte werfen. Wo wollen wir hin? Quarantänebereich. Ach, da war dieser komische Fels. Diese Felskreatur drin. Ja, ich glaube... Ach so, scheiße. Boah, wir müssen ja durch den kompletten Forschungsbereich durch. Jetzt fällt mir gerade ein, was hier nochmal gewesen ist. Liegt der immer noch im Dunkeln? Weil ich weiß, beim letzten Mal zumindest mussten wir hier mit dem Thermalvisor raus, weil es alles so dunkel war. Ja, ich würde aber echt sagen... Gegner sparen wir uns weitestgehend. Oh Gott, hier sind auch noch so ein paar Phantom-Weltraumpiraten. Lasst mich. Oh. Es sind alles diese Phantompiraten. Ja, ob das auf Dauer gut geht, mir die alle zu sparen, ich weiß nicht. Jetzt renne ich auf jeden Fall erstmal weiter. Ja, es ist ziemlich dunkel hier, ne? Aber es geht noch. Ach, Jungs, ey. Ernsthaft? So, wo geht's hier weiter? Eigentlich nur geradeaus. Oh, ich bin doch hier in so einem... Ah, ne, ich bin unten drunter. Rauf müssen wir irgendwie...
Nehmen wir mal den Aufzug hier. Und probier möglichst schnell hier rauszukommen. Nein, so wird es nicht gehen. Na, es sind einige, wie man hier sieht. So, jetzt ist es mal einer weniger. Noch einer weniger. Boah, ich muss echt aufpassen. Okay, ich muss die nächsten Räume doch vorsichtiger machen. Oh, was haben wir da noch? Überwachungskameras oder was ist es? Ich sehe es kaum, weil es dunkel ist. Okay, wir haben noch 200 Leben. Die Zeit des Durchrushens wurde gerade beendet. Nein, nicht auch die noch. Oh, jetzt wird die Energie kritisch. Könnt ihr euch mal verpieseln, wenn es geht? Boah, Leute, wir gehen jetzt hier nicht noch drauf, oder? Ja, man sieht hier auch so gut, ne? Ist so ein bisschen das Problem. So, wenn ihr mit mir kämpfen wollt... Gott, ey. Dann kommt halt nicht hier hoch, dann komme ich runter. Aber die Sausäcke haben mir keine Lebensenergie hinterlassen. Ah doch, ein bisschen. Aber nicht viel. Ey, 10 Stück. Ah, nochmal 10. Sind wir schon wieder bei der 99? Yee! Scheiße. Ey, ich habe keinen Bock, diesen ganzen Laborbereich hier nochmal machen zu müssen. So, wie kamen wir hier nochmal rauf? Gab es hier nicht so Bereiche? Aber die da und dann zurück, ne? Sie schnauft so ein bisschen, die gute Samus. So, ist das, wo wir raus wollen? Hier ist auf jeden Fall mal eine Speicherstation. Ja, das fällt leicht, ne? Hauptsache den ganzen Weg nicht nochmal laufen müssen. Erstmal mit kaum Lebensenergie speichern. Achso, beim Speichern wird... Ah, beim Speichern wird auch die Lebensenergie aufgefüllt. Ja, nice. Das beruhigt wieder so ein bisschen, muss ich sagen. Kein Aufzug in einen anderen Bereich, nur hier innerhalb des Bereichs eine Etage höher. Ja, ich glaube, die machen wir besser mit dem Frosty Beam. So, hinfort mit dir. Und du darfst auch noch. Oh, hat's dich direkt getroffen. Haben wir noch einen? Ah, da. Oh, sind sogar noch zwei. Ah ja, war ich beim letzten Mal, glaube ich, auch schon ein bisschen überrascht, dass nochmal zwei gekommen sind, ne? Komm, triff doch mal irgendwas. Ich finde, die müssten auch nicht ganz so träge sein, ne? Die verdammten Eisdinger. So. Und jetzt wieder in den dunklen Bereich rein. Ja! Hm.
Ja, ich finde, hier könnte es auch durchaus nochmal die eine oder andere Abkürzung geben, ne, in diesem Piratenforschungslabor. Die Wege hier sind doch echt lang. So, runter, geradeaus, links. Ach so, die Nummer war das hier. Runter. Wohin jetzt? Rechts von mir? Na gut, wir haben wieder ein bisschen mehr Lebensenergie. Da ist das nicht ganz so dramatisch hier mit diesen Viechern. Türen wurden entriegelt. Dankeschön. Diesmal haben wir auch nicht ganz so viel verloren. So, und jetzt sind wir in dem Raum, wo wir ursprünglich mal den Thermalvisor bekommen haben. Und wo wir uns jetzt, glaube ich, einfach mal... Hier sind gerade jede Menge Metroids und so. Oh, los. Wo wir uns jetzt einfach mal schnell rausschummeln. Okay, dunkel ist hier immer noch. Und da kommt noch eine Lidertür. Siri, ach nicht Siri, sag ich schon. Der Google Assistant meint mich hier wieder zuquatschen zu müssen. Ah, hier wird es wieder ein bisschen heller, glaube ich. Okay, auch nochmal ein relativ großer Raum hier. Naja, der andere Transporter wäre vom... Ah, doch, es gibt einen Shortcut um das Labor herum, dem einfach den anderen Transporter nimmt. Ja, den Weg werden wir jetzt, denke ich mal, noch aufmachen. Den haben wir schon, die kennen wir schon. Was da hinten kreucht und fleucht, nicht so recht. Ah, guck mal. Arktischer Parasit, Aasfresser mit kristalliner Panzerung. Talonische Parasiten sind abgehärtete Kreaturen, die sich innerhalb von 3 Generationen an jegliche Umgebung anpassen können. Hierfür ist der arktische Parasit ein hervorragendes Beispiel. Seit seiner Anpassung an das arktische Klima hat sich dieser Schmarotzer zahlreich vermehrt. Als Allesfresser kann er auch in Gebieten existieren, die für die meisten Arten lebensbedrohlich wären. Ja, es war hier wahrscheinlich der gleiche. So, ich wollte eigentlich, genau, ich wollte... Ja, erst über uns hin, um mal den Raum zu diesem Transporter da freizuschalten. Den Raum, den Gang. Ja, wenn wir nächstes Mal hin wollen, dann wissen wir. Aber ich wollte natürlich auch nur die Goodies am Anfang der Eiswüste hier holen. Das war ja mit so der Hauptgrund, warum wir diesen anderen Transporter genommen haben. Hier ist auch noch irgendwas hinter. Na, das können wir wahrscheinlich. Die Eiswand blockiert einen Tunnel. Genau, wir kriegen, glaube ich, auch noch einen hochtemperierten Schuss. Noch höher temperierter als der hier. Und dann kann man wahrscheinlich auch diese Eiswände hier aufmachen. Und es sieht mir fast so aus, als wenn hier ein Energy Tank hinterliegt. Den muss ich mir auf jeden Fall aufschreiben und merken. Jo! Nein, das wollte ich nicht. Ja, das ist auf jeden Fall der Zugang zu diesem Transporter hier gewesen. Fürs nächste Mal haben wir auf jeden Fall einen einfacheren Zugang. Das Umschalten der Waffen ist im Remaster hier ein bisschen umständlicher, weil natürlich jetzt der rechte Stick für die Kamera belegt ist. Das gab es im Original nicht. Jetzt haben wir hier unten noch irgendwo... Ja, ich weiß. Nervt nicht. Ich bin auf dem Weg, Spiel. Jetzt haben wir hier noch 2 Türen. Da wäre Nummer 1. Werfen mal durch beide mal einen Blick. Ja, hier scheint es schon noch weiter zu gehen. Dann gehen wir mal gucken, ob nicht unten eventuell nur eine Speicherstation oder so ist. Oh, es ist unter Wasser noch. What the fuck? Wer bist du denn? Jelzab, Unterwasserräuber, dessen Skelett
Hälften elektrisch miteinander verbunden sind. Das Gehirn des Jelzab befindet sich in der oberen Körperhälfte. Herz- und Verdauungstrakt hingegen beanspruchen den unteren Teil. Obwohl die beiden Hälften auf rätselhafte Weise nur durch elektrische Spannungsfelder miteinander verbunden sind, bilden sie einen perfekt funktionierenden Organismus. Oh, den habe ich nicht gelesen. Beschäftigt den Jelzab einen Platz an der Spitze der Nahrungskette in den Gewässern. Ja, das ist toll für den Jelzab. Okay, hier durch die untere Tür kommen wir relativ offensichtlich nur mit dem Gravity Suit durch. Gravity Suit heißt er, genau, den man braucht für Unterwasser. Ah, vielleicht kriegen wir ihn hier jetzt ja bald mal. Wäre dann so schön auf dem Rückweg, dass man diese Tür nochmal öffnen könnte. Okidoki, dann gehen wir noch diesem einen Gang da entlang. So, einmal einen Blick hier reinwerfen. Sieht nach einem Verbindungstunnel aus, nach einem relativ engen, den wir nur im Morphball bestreiten können. Ah, dich kennen wir auch noch nicht, die Frostvariante. Dieses Käfers. Firnkäfer, grabendes Insekt mit eisverstärktem Panzer, scheut hohe Temperaturen. Dieser Vertreter der Käferfamilie hat sich an das Leben unterhalb des Gefrierpunkts in der Eiswüste von Fendrana angepasst. Zu diesem Zweck sind große Teile seines Körpers von einem massiven Eispanzer überzogen. Dieses Eis steigert seine Widerstandsfähigkeit, indem es ihn zusätzlich schützt und seine Grabfähigkeiten verbessert. Ja. Wird ihm leider nur trotzdem nichts bringen. Okay, er buddelt sich jedes Mal wieder ein, wenn wir ihn getroffen haben mit unserem Britzelzeugs hier. Muss das so? Ja, er hält echt einiges aus. Boah, noch einer. Okay, mit einem aufgeladenen Plasmaschuss. Oder wie unser normaler Schuss auch immer heißt. Zerlegt ist ihn dann aber doch relativ schnell. Ist uns nochmal vor das Visor gespratzelt. Auch irgendwelche auffälligen Energiesignaturen hier. Sieht nicht so aus. Und dann würde ich sagen, Leute. Boah, hier geht's auch noch relativ krass weiter. Schauen wir uns hier Wir machen mal kurz hier die Pause. Schauen wir uns hier in den entlegenen Gebieten von der Eiswüste von Fendrana beim nächsten Mal weiter oben. Also Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.